Also mein Name ist Dominik Frey, ich bin diplomierter Pflegefachmann im Unispital Zürich und jetzt in der Notfallausbildung NDS. Ich bin vorher schon seit 2011 im Unispital tätig, früher auf der Traumatologie gewesen, recht lang. Und für mich war eigentlich ziemlich klar, dass ich im Unispital bleiben will, weil es relativ viel Gebiet vereint und das für mich auch der Reiz war, da weiterzumachen. Also für mich ist der Notfall ein Gebiet, das extrem schnelllebig ist, wo man auch sehr viele verschiedene Situationen hat und eben auch so ein bisschen die Akutsituationen, die mich reizen im Beruf, wo ich gefunden habe, das möchte ich lernen und das ist das, was mich interessiert. Also ich glaube, die Hauptaufgabe ist noch schwierig zu sagen, weil der Bereich so breit ist. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man flexibel ist, dass man Situationen schnell erkennt und vor allem auch erkennt, wenn sich Situationen ändern und dementsprechend auch darauf reagiert und sich anpasst. Also ich glaube, was sicher immer so ein bisschen dazugehört, sind die verschiedenen Praktika, die man hat, die man absolviert. Und für mich eines von diesen Highlights Sanitätspraktikum bei Schutz und Rettung. Prinzipiell das Interesse für den Beruf, für die Fachrichtung genau. Und auch gewisse Disziplin braucht es sicher auch, dass man auch bereit ist, eben zu lernen und wieder in die Schule geht. Ich glaube, das ist, wenn man ein paar Jahre diplomiert ist, sicher wieder eine Umstellung. Für mich ist es einerseits sehr wichtig, wenn ich da rauskomme, dass ich abschalten kann und den Kopf wirklich lüften kann. Für das ist mir die Musik ein Instrument, das ich brauche dafür und das mir sehr gut hilft, je nachdem, halt, wie es vereinbar kann werden mit dem Arbeiten. Sich dann entscheiden für den NDS, wenn man sicher schon mal reingeschnuppert hat, das Gebiet schon mal gesehen hat und auch weiss, ist das die Fachrichtung, die mir entspricht und die mir gefällt. Und man muss sicher eben auch das Haus, denke ich mal, ein bisschen kennen oder kennenlernen, weil es doch ein relativ sehr grosses Haus ist, wo am Anfang sicher auch eine Umstellung für jemanden kann geben, wo jetzt aus einem kleineren Haus auch kommt. Für uns ist es eigentlich sehr wichtig, nicht nur den Patienten auf dem Notfall zu betreuen, auch sicher die Angehörigen. Es kann auch sein, dass wir Krisensituationen haben beim Patienten oder wenn der Patient betroffen ist, das betrifft ja dann auch die Angehörigen indirekt. Und ich glaube, dort ist so eine gesamtheitliche Betreuung, die wir auch anstreben. Der Puls der Stadt ist sicher das eine, dass wir eben alle Facetten von Patienten haben und eigentlich so die gesamte Gesellschaftsschicht bei uns widerspiegelt auf dem Notfall. Und das andere ist, dass wir auch die Grossanlässe natürlich merken und das auch spüren wie im Street Parade Zürich Fest. Das ist ganz klar, das ist dann auch so ein bisschen der Puls, den man merkt. Ja. Mein Team ist ein extrem zentraler Punkt, ein wichtiger Punkt beim Arbeiten. Trotzdem, dass wir 90 Leute sind im Team, was sehr gross ist, haben wir einen extrem guten Zusammenhalt. Es ist auch in Diensten, wo es extrem läuft und streng ist, hilft man gegenseitig. Man ist da, man unterstützt einen. Und das erlebe ich als sehr positiv. Das ist für mich auch ein zentraler Punkt, um auf diesem Notfall zu arbeiten. Ich habe einen sehr guten Draht zu meinen Ausbildnern und zum Bildungsverantwortlichen. Man ist dort auf einer Ebene zueinander und hat auch sehr einen guten Austausch. Also so die Hierarchiestufe gibt es überhaupt nicht, das ist nicht vorhanden. Und bis jetzt erlebe ich sehr, sehr positiv.